Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999 Sit. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Ich will noch bei Junior kurz rein. Im Vlog. Kein Deckel, lass! Damit besiegen wir. Jenny! Also wir gucken noch das Video. Junior, Jordans Bruder, seine Geschichte, der war auch Profi, der hat zweite belgische Liga gespielt, der hat in Tschechien gespielt, der hat bei Hertha gespielt, der hat bei Rot-Weiß Oberhausen in der dritten Liga gespielt. Damals gab es, glaube ich, keine dritte. Irgendwie so. Ich weiß selber nicht genau, bin schon mal gespannt. Der ist auch schon 33, deswegen denkt man nicht, dass er schon so viel hinter sich hat, aber hat er. Kein Dank für 2 Monate. Leute, herzlich willkommen Jenny. Zu einer lang ersehnten neuen Folge Storytime. Hat da so also wieder Elevate Cap an, die es gar nicht gibt. Vilo, heute. Vilo klaut immer meine ganzen Samples hier bei mir und dann benutzt er die einfach für sich. Mein Bruder am Start. Heute haben wir hier Junior Torunariga. Ich freue mich drauf, dass du mitmachst, Bro. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Story. Ich habe schon beim letzten Mal ein bisschen... Bei mir ist auch so ein Link. Sehr interessant. Von daher würde ich es gerne den Leuten nahe bringen. Dann würde ich dich bitten, stell dich kurz vor, dein Name, dein Alter, wo du angefangen hast mit Fußball und dann gehst du... Ich glaube, wie oft Junior blinzelt. Einfach Schritt für Schritt und dann schauen wir, wie es läuft. Ab und zu unterbreche ich dich. Das ist kein Problem. Und du redest einfach frei raus. Junior! Danke, Bilo, dass ich da sein darf. Gerne. Danke für die Einladung. Ich liebe ihn, Digga. Ich liebe ihn so. Aber wie du schon meinte, ist Junior Torunariga. Komm auf der Glänze. Bruder von Jordan Torunariga und der Sohn von Ocho Cocho Torunariga. Also Ocho ist der Vater, der war auch Fußballer. Also bei Hertha und bei Chemnitz. Wir kommen aus Nigeria. Ach stimmt, die haben auch viel mit Rassismus zu tun gehabt. Die sind in Chemnitz aufgewachsen. Ach, sagen die alles. Nigeria. Wir sind damals hergekommen, also mein Vater zuerst. Aus Nigeria nach Chemnitz. Hä, hey, warte mal, gibt's ein Video mit Jordan? Oder bin ich gerade dumm? Keitaro, das habe ich auch nicht geguckt. Jordan, ah doch, ne. Auch zufällig, er wollte eigentlich woanders hin, nach London. Und meine Mom und ich sind 1993 nachgekommen, nach Chemnitz. Und da hat alles angefangen. Damit hat der ganze Fußball-Einfluss angefangen. Mein Vater hat in Chemnitz gespielt, in der zweiten Liga, war da 5 Jahre lang Profi, musste aber wegen Verletzungen seine Karriere an den Nagel hängen. Und so fing es an. Er war mit mir draußen, immer spielen, also weißt du auch der Klassiker. Naja. Technik, bisschen Slalom mit Ball und diese kleinen, weil er wollte unbedingt, dass ich Fußball spiele. Ich glaube, das wollen die meisten Väter irgendwie. Auch wenn die es manchmal nicht zugeben. Ich auch bei meinem Sohn, wenn, ich weiß nicht, soll er Fußball spielen, wenn er nicht im Fußballverein will? Jeff, der geht in einen Handballverein. Ich kann mich gar nicht damit identifizieren. Der sagt so, Handball ist viel cooler als Fußballpapa. Ich sag, nee, ist es nicht, Junge. Da kriegst du nicht mal Geld, wenn du Profi bist. Aber ich glaub, Project Mbappé, ja. Oder? Ja, keine Ahnung. Die Söhne immer schön pushen, immer schön trainieren gehen. Basketball würde ich richtig cool finden. Ich würde voll gerne, dass mein Sohn auf dem College ist. Und ich gehe dann aber zum College und gucke, wie das ist. Ich hole ihn richtig aufs Ab von der Schule. Das ist zwar uncool für ihn, aber egal. Immer irgendwie einen Ball am Fuß, von der verstehst du. Safe, ich würde es auch machen. So, dann, ich bin in Chemnitz aufgewachsen. Also mit 3 Jahren bin ich nach Chemnitz gekommen. Dann da so langsam in Verein angefangen. Bei Fortuna Fort, Glöser, so ein Stadtteil von Chemnitz. Mit 5, 6 Jahren war ich da 2 Jahre bei so einem älteren Trainer. Und danach war mein Vater mein Trainer. Dein Vater war sogar dein Trainer gewesen? Ja. Der hat mich als Innenverteidiger eingesetzt. Ich muss sagen, es war mir zu langweilig. Ich war hinten drin, bin immer durchgedribbelt und habe dann, glaube ich, in einer Saison dann irgendwie 10 bis 15 Tore gemacht. Als Verteidiger. Deswegen, Jordan war ja früher auch Stürmer. Mhm. Innenverteidiger, als Stürmer. Ja. Und jetzt siehst du ihn ja, da hängt ja auch immer noch durch. Ja. 2 Jahre lang da. Game Freak dann für 5 Tage gespielt. Kam dann, glaube ich, mit 8, 9 zum Chemnitzer FC, da wo mein Vater halt Profi war. Also er war auch derjenige, der sozusagen dafür verantwortlich war, dass er dich dann zu Chemnitz gebracht hat, weil er halt dort auch vielleicht Kontakte, weil er Profi war. Genau so war das. Dann, wie lief es in Chemnitz, wo ich zum Chemnitzer FC kam? Das war ja der Verein in Chemnitz, ist ja immer noch der Verein damals in Chemnitz. Damals sogar noch höher und Jupp. Was haben die da gespielt? Ich glaube, die haben dritte Liga gespielt. Dritte Liga. Chemnitz war schon eine Nummer. Ich war auch so schüchterner Junge. Was für ein schüchterner Junge? Schüchterner Junge. Ich schwöre, mein Vater meinte immer zu mir so, warum redest du nicht mit den Jungs und so? Okay. Ja, keine Ahnung,
war einfach in mich gekehrt, so, weißt du? Also nicht so viel Kontakt mit anderen Jungs gehabt. Ja, ganz genau. Einfach weil du schüchtern warst. Leipzig. Schüchtern war. Ein bisschen zurückhaltend. Game Freak danke für 5. Zurückhaltend, was ein bisschen ängstlich auch, weil es sind ein paar Sachen passiert, ne? Rassismus und. Ehrlich? Du hast, so die ganzen Stories, das müsste voll interessiert sein für alle, die Fußball im Verein spielen oder die Fußball. Spieler werden wollen oder sonst was. Die ganzen Geschichten könnt ihr euch mal anhören. Seht ihr so, wir fangen an wie ihr. So jeder fängt mal klein an. Und dann entwickelt sich das alles so irgendwie bei jedem anders so. Und also jeder, egal von wo man kommt, man kann es halt schaffen, ne? Ehrlich? In diesem jungen Alter? Ja. Wow. Also bist du mit 8, 9 bist du zu Chemnitz und vorher schon? Ja. Hast du es mitbekommen, dass da rassistische Sachen waren oder wie? Definitiv. Ich kann jetzt eine Geschichte erzählen, die wird dich vom Hocker hauen. Ich weiß, ich war mit meiner Mutter, wir waren einkaufen. Das war so Plus damals, gab es das in Chemnitz. Und also so wie die Aldi und sowas? Genau, sowas. Aha. Wir sind dann von uns zu Hause da, mussten wir 10 Minuten laufen. Okay. Waren wir da, wollen wir einkaufen. Haben alles geholt und vor uns stand ein Typ an der Kasse. Wir waren dahinter, meine Mutter hat ihre Sachen draufgelegt aufs Band. Man merkt ich, wie der austickt. Ohne Grund, einfach? Ohne Grund. Da, was war's für ein Grund? Der Grund war, meine Mutter hat vergessen, diese Abtrennung. Diese okay. Abtrennung dazwischen zu machen und ihre Sachen haben seine Sachen berührt und dann ist er ausgetickt. Okay, dann meint er so, ja, wir sind hier nicht in Afrika und bla 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 und so eine Sachen. Meine Mutter ne, hat sich gewehrt und gesagt, was willst du? Du Schwein, war für sie halt eine krasse Beleidigung. So. Ja. Und auf einmal geht er auf meine Mutter los. Boah. Hat sie gehauen. Hä? Hat sie geschubst. Hat sie gehauen. Geschubst, geschlagen. Und du hast 8, 9 Jahre alt. Und stand daneben, wusste ich, was ich machen sollte. Ne? Natürlich. Jetzt natürlich, hätte eine Flasche geholt und wäre auf ihn losgegangen. Weißt du, aber ja, damals. Ich sah auch in dem Moment erstmal eine Flasche geholt. Was passiert jetzt hier gerade, so. Und das Witzige an der ganzen Sache, was mich am meisten gestört hat, war einfach, der Typ ist danach einfach aus dem Laden raus, wurde von niemandem aufgehalten. Also, als ob es niemanden interessiert hat. Hat niemand interessiert, keiner hat geholfen und er ist einfach aus dem Laden raus und fertig war die Geschichte. Und deswegen war ich auch so ein Teil mit, warum ich immer so schüchtern und ruhig war. Ich glaube, wenn man so ein Erlebnis hat, das prägt er noch übertrieben. Gerade auch zu der Zeit, weil es war ja noch 90er Jahre und da war es, die Mauer ist 9 Jahre vorher gefallen. Die waren noch nicht gewohnt, dass so viele Ausländer oder generell Ausländer da sich breit machen. So, über Rassismus kann ich so viel erzählen. Jordan hat ja auch mal in deinem Video ein bisschen angefüttert, würde ich dir sagen. Aber Jordan, Chemnitz ist halt auch nicht der beste Ort für die Familie. Osten, was ich da... Wenn wir da früher Spieler hatten in der Regionalliga Nordost, wo wir dann, wenn da irgendwo hingefahren sind, alter Schiede. Damn, Till, wisst ihr, wie oft schon die M-Bombe zu mir gerufen wurde? Oder Affengeräusche und so ein Scheiß? Sogar in Berlin. Gegen BFC Dynamo, Affengeräusche. Oh, yes. Und sonst halt so M-Bomben. Wo war das? Ich weiß nicht. Neustrelitz oder so? Also halt. Ostbereich sehr uncool, sag ich mal so. Cottbus, gegen Cottbus in der U15. Spieler von Cottbus machen Affengeräusche zu mir. Jo, nice. War ja damals noch klein. Der hat ja nur aber manchmal, da kann man nichts machen, so. Wenn die direkt zu dir kommen. Rassismus, so in der, wenn du in den Fans sitzt und die schreien da, irgendjemand droppt die M-Bombe und schreit da, du, geh in dein Land zurück, so, irgendwie sowas. Da hinten fühlen sie sich halt sicher, so, weil keiner weiß wirklich, wer es am Ende war und so, bla bla. Und du guckst dann dahin, du weißt nicht, wer es war, hast ein Problem, so. Aber wenn die vor dir stehen, dann kommt sowas, so wie hier mit der Mutter, dann ist was anderes. Im Fußball, da fühlen sich ja, die Fans fühlen sich ja immer stark da draußen. Aber komm zugucken und bezahlen Geld dafür. Nicht alles mitbekommen und so. Mhm. Aber wir kommen da dazu nochmal. Chemnitz, wie gesagt, haben wir erst angefangen. Gibt's in jedem Fall, ja. Aber bei Hertha habe ich nie. Hertha, ich mag Hertha-Fans, ich liebe die. Dann Stürmer cool. Gespielt und ich muss ehrlich sagen, ich war nicht gut. Du warst nicht gut? Flasche holen. Die ersten 2 Jahre war ich nicht gut. Umgewöhnung, alles ein bisschen schneller und neue Leute und dies und das und bla bla bla. Bis ich zur C-Jugend kam. Da hatte ich einen Trainer, der war sehr wichtig für mich, war sehr streng mit mir. Meistens sind aber die Strengen und die dich pushen und sogar diejenigen, die dich richtig so an das Letzte, an die Grenzen bringen. Das ist ehrlich so. Man muss ehrlich sagen, so, man hat ja viele Trainer gehabt in der Laufbahn. Und ich hatte in der Jugend bei SC Starken
so halt ein kleiner Verein. Wusste nicht, wo es hingeht, ne? Wir waren halt richtig gut. Wir waren im Berliner Meister, wir wurden Nordostdeutscher Hallenmeister, so ein Shit. Mit 12 Jahren unserer Mannschaft. Unser Trainer, ich hatte richtig Angst vor ihm. Ich hatte Angst, wenn er mich anschreit. Ich hatte Angst, ihm zu sagen, dass ich zu spät komme, sowas alles. Weil er war richtig streng, aber er hatte taktisch und sowas, hat er uns richtig viel beigebracht. Wir haben so viel gelernt von ihm und wir haben deswegen auch rasiert. Und ich hab ihn einfach vor einem Monat oder so in Kicker World getroffen und ich habe dann mit ihm geredet und seine Stimme war auf einmal voll nett. Ich denke so, hey, der ist ja gar nicht so böse und der sieht ja gar nicht so böse aus. und ja, man hat erst so später gecheckt, was man alles so einem zu verdanken hat, weil hätte ich ihn nicht als Trainer gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht zu Hertha gekommen und dann wäre alles nicht so entstanden. Aber das ist ja bei fast allem so, ne? Das ist überall, also alles, was euch geschieht, wird euch im Endeffekt zu dem machen, wer ihr am Ende seid, ne? Das sind diejenigen, die auch wirklich mehr in dir sehen und dich auch wirklich an die Grenzen bringen wollen, weißt du, was ich meine? Genau so war das auch. Der erste Moment, wo ich ihn gesehen habe, hat er zu mir gesagt, ich werde nächstes Jahr dein Trainer, mach schon was gefasst. Ich so, was will der jetzt von dir? Okay. So. Hat er dich verfolgt, also weißt du, deine Geschichte grob, natürlich. Also die verfolgen ja sowas, wenn einer von deren Spielern Profi wird oder so, das ist doch für die was ganz Besonderes. Was glaubst du, wie oft er das den Kindern erzählt da? Ja, ich habe auch früher Sidney Frieder trainiert und so, kennt ihr den? Ja, der macht YouTube, ja, der war früher bei Hertha, ja, den hat ich trainiert. Und so, den, echt, ja, wirklich? So, bestimmt. Safe. Okay. Und der hat sein Wort gehalten, auf jeden Fall. Er hat mich gepusht. Da war ich in der C-Jugend. Und die C-Jugend hat angefangen, da habe ich das erste Mal Total 90. Kennst du die Schuhe noch? Ja, klar. Boah, cool. Wir haben in Brasilien gegen Portugal. Ja, ja. Boah, der coolste Werbespot. Olle, der coolste Werbespot. Olle. Figo, Tonnet, keine Ahnung wen. Chili oder so. Ja, genau. Dann hat mein Vater mir gekauft. Da war der Einstieg, da habe ich mich auch ein bisschen krass gefühlt und so. Und dachte mir so, okay. Im ersten Jahr bei ihm hatte ich die Schuhe. Da lief es ganz okay so. Immer noch weiter als Stürmer, ne? Immer weiter als Stürmer. Warum sagt er denn, welche Schuhe er hatte? Im zweiten Jahr, wir zum Thema Schuhe. Achso. Wir hatten kein Geld, um ordentliche Schuhe zu kaufen. Und von meinem Vater, der damalige Torwart, wie er zusammengespielt hat, der hat in einem Sportshop gearbeitet. Okay. Und die hatten dann immer die neuesten Schuhe und bla bla bla. Dann bin ich einmal hin und dann habe ich gesagt, was sind welche Schuhe da? Dann hat er mir diese goldenen Vapor. Weißt du, diese Vapor? Yeah. Free, ja. Die waren aber abgebrochen, da war eine Nocke abgebrochen. Okay. Und dann meinte er so, okay, kannst die haben, nimm sie. Und ich so, scheiß auf die Nocke, ich hab sie direkt genommen. Krass. Marzuko, dann für 11. Im zweiten Jahr bei Herrn Barthold, wo hieß der? Barthold. So angefangen mit einer Wette von meinem Vater, zwischen mir und meinem Vater. Da gab es auch PlayStation 1 oder PlayStation 2. Tore, ha? Genau, da habe ich zu ihm gesagt, Papa, pass auf, lass uns wetten, wenn ich 15 Tore schaffe, holst du mir die PlayStation. Okay. Also, machen wir. Und am Jahresende, nach der Saison, hatte ich 28 Tore. Ach so. Boah, wow, krass. So. Cool. Ich wollte einfach nur diese PlayStation haben. Hast du aber schon richtig auf die aufmerksam gemacht, ne? Auf dich? Ja. So weit, dass ich dann von der, dann schon hoch durfte in die B-Jugend. Okay, also zu den Älteren? Zu den Älteren, ja. Hab ich ein Spiel mitgemacht, also ich wurde eingewechselt. Dann kam das erste Mal. Da, schon so früh? Ja, Kreuzband angerissen. Angerissen? Die haben auch alle. Jeder hat Verletzungspech des Grauens. Wissen? Ja. Okay. Wurde auch nicht operiert und bin da, glaube ich, 3 Monate, ein halbes Jahr ausgefallen, weiß ich nicht mehr genau. Das war schon schlimm. Vater wollte, dass ich so lange wie möglich Pause mache. Ich wollte wieder zum Training, er so, nein, mach nicht. Weil er Angst hatte, dass es vielleicht nochmal schlimmer wird. Lieber richtig auskurieren, okay. Genau. So wie bei ihm war es so, sein Knie war kaputt und er wurde operiert. Und Alex, dann für 8. Wollten ihn, haben halt gepusht, dass er direkt wieder spielt. Er wollte den Fehler, den er gemacht hat, wollte er nicht auf seinen Sohn. Okay. Ganz genau. Kam er wieder zurück. Parallel liefen ja auch immer noch die Sachen mit Landesauswahl, Sachsenauswahl und diese Sachen und so. Mhm. Ja, davor war ich nicht dabei. Danach war ich dabei und dann meinten die so, der und der war letztes Mal im Turnier dabei, der hat Angebot von Hertha, der hat Angebot von Bremen, der hat Angebot von das. Blauch. So, dann kam schon die B-Jugend und dann hatten wir so Landesauswahl. Durch die Saison, die ich da gemacht habe, wo ich 21 Tore gemacht habe, wurde ich eingeladen. Okay. Und das nicht vergessen, ich hatte keinen deutschen Pass. Ne? Weil John hat es ja auch damals erwähnt, wir wurden ja fast abgeschoben. Ne? Wann war das? 99, 2000, 2001 gewesen sein. Ne? So, und dann ging es immer weiter. Dann war ich bei diesem Länderpokal. Waren wir in Duisburg. Weißt du, warst du auch schon mal da? Duisburg, ja. U16 war man da. U16 Duisburg Länderpokal, cool. Da war ich auch.
Wenn ihr da seid, dann seid ihr auf einem richtig, richtig, richtig guten Weg. Großen Po, mehr. Dies und das. Ich glaube, das wären jetzt die meisten News. Dann gehört ihr schon mal so in eurem Jahrgang zu den besten 100 oder 1000 oder in eurem Bereich, in eurem Bezirk, in eurem, wie heißt es, Bundesland, zu den Top 50 mindestens. Jugendspieler, ja. Auch heute noch. Dann seid ihr schon gut dabei. Ich glaube, das Turnier ist sogar immer noch in Duisburg. Ja, okay. Und wenn du da dort gewinnst, da sind wirklich, ihr müsst euch so vorstellen, in Duisburg, ich war selber dort, drumherum Scouts, Berater von jedem, von jeder Bundesliga-Mannschaft, die gucken dazu, wenn du ein gutes Spiel machst, wenn du ein gutes Turnier machst, bist du direkt auf dem Radar. Genau so ist es. Ich weiß noch, davor hat noch einer mitgespielt bei uns, der hieß Florian Riedel. Der ist schon da, der ist schon das Jahr davor, hat das Turnier auch mitgespielt. Junior spielt bei, also Junior ist bei Delay Sports, aber ist verletzt. Schon vorher irgendwie sowas und hat schon Angebot von Hertha bekommen. Angebot von Hertha? Ja, ist dann schon zu Hertha gewechselt. So. Mhm. Hat er bei uns noch mitgespielt. Ich wusste ja auch, was es bedeutet, wenn du so ein Angebot bekommst. Familie. Ne? Das war schon in dem jungen Alter, hast du schon in deinem Hinterkopf gehabt? Ja, ich bin mit 14 ins NLZ gegangen. Also in die U14 von Hertha bin ich gewechselt. Da, wo es auf Großfeld ging. Ja, weiter, also ja, 16, 17, 14, 14, 14, 14, 15. Ich lieb's über sowas zu reden, Digga. Ja, 15. Wir müssen mal so einen Stream machen, demnächst, wo ich einfach Fullcamp bin und dann stellt die Fragen zur Fußballkarriere und so. 10, ja, 15. Krass. Ey, ich sagte nicht, viele denken schon in dem Alter so. Aber krass. Das war mein Ziel, in dem Turnier einfach irgendwie irgendein Angebot bekommen. Dass ich dann einen Schritt näher mache, um vielleicht Profi zu werden. Ich will dich ganz kurz unterbrechen. Ich hatte schon ein Interview mit Bilo. Hat Jordan da schon angefangen mit Fußball? Jordan hat angefangen. Hat er auch in Chemnitz angefangen? Oder? Ja, er hat auch in Chemnitz angefangen. Normal. Er ist ja da geboren. Habe ich auch so eine Geschichte dazu. Rassismus. Du bist einfach da geboren. Man musste Jordan abholen vom Training. Da war ich, glaube ich, 15. Du warst 15? Ja, 14, 15. Ja. Okay. Und dann musste ich Jordan abholen. Und wir sind dann zur Bahn gelaufen. Wir saßen dann hinten in der Bahn, weil es war so eine Endstation, die dann wieder umgedreht hat. Wir saßen dann so. Und ich sehe nur noch glatzköpfige Jugendliche mit Springerstiefeln und sowas. Wow. Und Alpha Industries Jacke, das war immer das Merkmal für Nazis. Ich habe das gesehen und dachte mir, scheiße. So, wenn die uns jetzt hier hinten sehen, ist... Überleg mal, du bist 14, 15 Jahre alt. Digga. Du hast deinen kleinen Bruder mit dabei und du hast im Kopf, da ist jetzt eine Truppe. Du weißt sogar schon damals bestimmt, wenn du die siehst, ey, das könnten welche sein, die dir irgendwie... Es muss für einen kleinen Jungen... Ich will mich gar nicht in diese Lage hineinversetzen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was das in einem auslöst. Und du hast ja, wie es sich anhört, wirklich viel mit... Rassismus zu tun gehabt. Yep. Krass. Und dann habe ich Jordan in den Arm genommen und einfach so mich vor ihn gestellt, also dass er keine Angst haben muss und dies und das und so eine Sache sind passiert. In Chemnitz war es so, wenn du in die Bahn gestiegen bist oder irgendwo unterwegs warst alleine, also heute kann alles passieren so mäßig. Muss man wirklich aufpassen, ne? Ja. Yep. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Duisburg. Ich dachte jetzt irgendwas passiert, Digga. Einfach nur irgendwie Angebot bekommen, das wegen Familie, dies und das. Haben wir gespielt, erstes Spiel direkt. Ich habe dann direkt getroffen. Boom. Dachte ich mir so, yes. Wichtig. Sehr wichtig. Wolltest einfach ein geiles Angebot bekommen. Danke. So. Und ich habe gehört, dass du musst ein bisschen gut spielen, auf einmal kommen alle. Weil bei allen, da waren welche dabei bei uns. Respekt. Wir konnten nur gerade auslaufen und waren nur schnell. Oder und die haben Angebote und so schon. Wir haben Angebote bekommen und so von diversen Clubs. Turnier war dann vorbei, waren wir im Zimmer, das weiß ich noch. Frank Vogel hat dann irgendwie Florian Riedel angerufen und hat gefragt, ja Flo, kannst du mir bitte die Nummer von eurer Nummer 7 besorgen? Von Juni. Nein, nicht von Juni. Und wir waren alle im Zimmer, ne? Alle. Das war, der hieß, glaube ich, Christopher Lehmann. Okay. Christopher Lehmann hieß er. Kannst du die Nummer von ihm besorgen, bla bla bla. Das gehört, ich war übersauer. Ich dachte mir so, hä? Lehmann hieß er. Auch gut gespielt, dieses Turnier. Warum rufen die nicht für mich an? Es war kein Neid, ne? Ich war einfach nur so, ja, du wolltest ihn, ich wollte auch. Ja. Und dann habe ich gehört, dass ich auf jeden Fall eine Einladung bekommen werde für die U, für den Lehrgang für Deutschland. Uff. Da meinten die Jungs schon zu mir, okay. Aber trotzdem keine Angebote von irgendwelchen Clubs bis jetzt? Bis da noch nicht, nee. Okay. Da meinten die Jungs aber zu mir gleichzeitig, wenn du ein Angebot, wenn du zum Lehrgang bekommst, Einladung zum Lehrgang bekommst, hast du safe Angebote. Ja, das ist ja untypisch, dass wenn du so ein Turnier spielst, so ein Sichtungsturnier spielst, wo halt nach Nationalmannschaft geguckt wird, also in Duisburg, da werden alle, aus jedem Bundesland wird eine Elf oder eine Mannschaft zusammengestellt. Die Besten aus Brandenburg, die Besten aus Berlin, die Besten aus Nordrhein-Westfalen, so mäßig. Die spielen alle gegeneinander im Turnier. Und da sind halt viele Nationalmannschaftsscouts, die halt die Nationalmannschaft dann zusammenstellen. Dann kommt der 10er von Berlin, die Nummer 12 von Bayern, die 8 von Baden-Württemberg. So wird halt ein Team zusammengestellt, die alle bei Nazi dann gesichtet werden. Und wenn er gesichtet wird, dann ist es doch eigentlich normal, dass auch Scouts
ihn sichten müssten, oder? Also wenn Nacho ihn sieht, dann muss ihn auch Vereine sehen. Aber es kam noch nichts. Dann bin ich zurück nach Chemnitz, dann hab dann irgendwann die Einladung bekommen und so, dies, das. Und Junior, was macht er? Verletzt sich hier, keine Ahnung. Irgendwas, Hüftbeuger, irgendwas. Einfach beim Training oder Spiel oder Im was? Training, ich habe irgendwie Knie reinbekommen und so. Okay. Aber Junior war so dumm. Vorm Lehrgang oder wie? Vorm Lehrgang. Boah. Und Junior war so dumm, hat sich richtig auskuriert, damit den Schmerzen weiter. Obwohl dir dein Vater gesagt hat, Junior, auskurieren, damit du... Damit du... Ja. Performen kannst. Ja. Dann hatten wir noch Testspiele gehabt und so. Ich habe trotzdem mit dem Schmerz weitergespielt. Aber du hast weitergespielt sogar? Natürlich, normal. Mhm. Vor auch dir, wie gesagt, ängstlich und zu sagen, hier Trainer, ich habe Schmerzen. Ja, Mann. Und, boah, so war das sogar. Auf jeden Fall. Ja, aber das, zu Trainer gehen und sagen, man ist verletzt oder man hat Schmerzen oder man hat das und das, ist echt, also da traut man sich oft nicht. Also echt zumindest. Weil dann sieht der Trainer, dass du nicht fit bist oder dass du nur rumheulst oder dass das und das ist. Bei mir war immer das Ding, dass die das mir nicht glauben, dass ich sag, mein Knöchel tut weh, ich kann doch nicht mittrainieren, sagt man bei Trainern, die denken, ich verarsche die. Die denken, ich habe keinen Bock auf Training einfach. Immer ja damals, weiß auf die Zähne und ja. Weiß auch die alte Schule immer. Ja, ne? Ja. Bin dann zum Lehrgang gereist. Man hat immer das Gefühl, dass der Trainer denkt, man blufft, ich schwöre. Mit damit. Wow. So. Dachte mir, ja, geht schon weg, wird schon irgendwie funktionieren. Kam ich da an, da war alles da. Marvin Knoll war da, Sascha Bigalke war da. Toni Kroos war schon in den 89ern, weil er zu gut war. Dann ersten Einheiten mittrainiert und so. Der Trainer, der hieß damals Paul Schumann. Okay. Ich meine zu mir, ich habe dich eingeladen. Ja, aber hier zum Beispiel, Toni Kroos war schon mit 16 so gut, dass er bei den 17-Jährigen. Okay, habe ich auch damals gemacht. Aber trotzdem, Toni war auch schon damals. Ist gut. Wenn du mir gut gefallen hast bei dem Länderpokal und so, und dies und das, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich guck, wo kamen die alle her? Hertha, Bremen, HSV, Bayern München und ich aus Chemnitz. Ja. So. Da habe ich mittrainiert. Erste Einheit ging, zweite dann auch. Nach der dritten Einheit. Wegen deiner Hüfte? Ging es mal vorbei. Ah, dann meinten die so, dann ist es jetzt für dich beendet. Das gab bei Nazio? Und ich so, ja, okay, wer bezahlt denn das? Sagst du, ja, wir bezahlen das. Ich hab kein Geld, um es zu bezahlen. Dann meinten die so, okay, dann bleibst du halt bis, weil die sind ja, wurde ja alles schon, die Rückreise wurde schon alles vorgebucht, weißt du? Ja. So, dann bleibst du halt noch bis zum Schluss. Okay. Dann war ich halt noch da und hab dann Videos bekommen, also Verhandlungen bekommen und sowas. Während des Lehrgangs kam so ein Berater zu mir, der war so der Assistent von Jörg Neubauer. Der meinte zu mir, ja, du bist doch Junior aus Chemnitz und so. Meinst du, ja. Meinst du, ich kenne deinen Vater und so. Wie? Okay. Sehr guter Spieler gewesen früher, bla, und du weißt doch. So. Ja, so kommen wir ins Gespräch und etc. So, meinte er so, ich weiß, dass die Hertha von Berlin dich haben will. So habe ich es erfahren. Ich habe das erste Mal von Hertha BSC Interesse erfahren. Ich so, boah, stolz. Das hast du, hast du jetzt gehabt? Habe ich gehabt. Ich natürlich direkt Papa angerufen, hier, Papa, hier, voll stolz, das und schön, das, Papa. Bla bla. Ich habe gerade so einen alten Mann angequatscht und der meinte, er weiß, dass Hertha BSC mich haben will. Okay, er meinte so, echt? War so stolz. Er war auch stolz, als ich ihm gesagt habe, hier, ich habe Einladung für die Nationalmannschaft bekommen. War auch stolz. Er meinte, der war richtig stolz. Konnte es dein Vater immer zeigen? Also ist dein Vater jemand, der zeigen konnte, dass er stolz ist? Ja, definitiv. Es gibt Väter, die spielen das so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, klar, normal. Die freuen sich innerlich übertrieben, aber ihrem Sohn zeigen die so, sage ich jetzt mal, du weißt, wie ich meine. Ja, aber mein Vater war stolz. Er war richtig stolz. Kam ich zurück nach Chemnitz wieder, behandeln lassen, Physiotherapie bekommen. Und die Verletzung war nach einer Woche weg. Nee. Danach kam halt nichts mehr von. aber find's krass, dass du die Jugend so gut warst, in deiner Altersklasse etc. und dann aber als Profi nie so krass den Sprung geschafft hast. Weißt du, was der Hauptgrund war? Schreiben ja viele Verletzungspech und so, das gehört natürlich auch dazu, aber daran lag es ja nicht. Ich hätte auch schon viel früher spielen können, theoretisch. Aber ich bin halt nicht so ein Spieler, der direkt so jeden Trainer gefällt und so. Man muss mich mögen, man muss meine Spielart mögen und verstehen, damit man mich mag. So. Nicht jeder Trainer mag Spieler, die so schön Wetterfußball oder die machen zwar gute Aktionen, aber dann im Zweikampf grätschen die mal nicht oder die machen mal aus. So, also ich wurde angemeckert, wenn ich mit Hacke gespielt habe oder mit Außenriss manchmal, obwohl die Pässe ankommen, wird man angemeckert. So, manche Trainer mögen das nicht und ich bin halt nicht für alles. Bei mir kam es immer so rüber, ich komme auf den Platz, habe meinen Spaß, mich juckt nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, beim Training zumindest, mich juckt nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, ich komme dahin, gehe nach Hause, passt. So meinte auch Michael Preetz zu mir, dass ich bin in meiner Komfortzone, meinten die zu mir. So, ich krieg mein Geld und ich ruhe mich darauf aus, so hatten die das Gefühl. So.
Und ich hatte das Gefühl, egal wie ich trainiere, ich kann so gut trainieren, wie ich will, ich werde sowieso nicht spielen. Weil dann, anstatt ich, spielt dann der siebte Sechser, den Hertha hat. So war mein Empfinden. So. Ich hab richtig gut trainiert und so teilweise. Aber es hat dann keinen gejuckt, so, weil ich halt ein Jugendspieler bin und der hat noch in die Bundesliga gespielt, dann machen wir lieber Innenverteidiger auf die Sechs. Ich denke mir mal so, Junge, der kann nicht zum Sechs. Aber dann war ich ja in Belgien, da lief alles super, da habe ich ja gespielt. Immer wenn ich spiele, dann läuft's. In Belgien habe ich gespielt, da habe ich mich leider verletzt am Ende. Kam ich zurück zu Hertha und dann war eigentlich immer noch alles so wie davor. Bloß wir hatten halt einen neuen Trainer. Das Ding ist, bei seinem eigenen Verein, da ist man immer so ein kleines Küken. So mit. Die denken immer, ja, der ist Jugendspieler, der kommt aus der Jugend. Ich war da 8 Jahre oder so in der Jugend. Und es bleibt bei denen im Kopf. Das ist was anderes, wenn ich bin 98er gewesen, oder ich bin 98er, ich bin bei Hertha, oder Dodi Lukubakio, war er 98, ich weiß nicht, ungefähr so, kommt zu Hertha und dann wird Dodi ganz anders behandelt, obwohl er halt genauso alt ist wie ich, mäßig. Ich glaube, er ist 97er, aber trotzdem, so denn Jordan und er halt. Jordan wird auch immer noch wie so, das ist so Eigengewächs, oh ja, ja, der braucht Zeit, den schicken wir in die U23. Denkst du, die würden Dodi Lukubakio in die U23 schicken? Nein, einfach so, weil das halt, also damals, als er noch nicht so gut war, ne, ist jetzt natürlich ist er viel weiter, aber so einfach so das Standing in einem Verein, wo man selber hochkommt, ist anders, als wenn du dahin kommst. Und zweimal so das Ding bei Hertha und dann war ich ja sogar im Kader und so, dann war ich leider verletzt. Mal wieder, obwohl ich gerade im Kader war. Wiesbaden, der Trainer konnte gar nicht mit mir, ich konnte nicht mit dem Trainer. Ich habe teilweise alleine trainiert mit dem U19-Trainer, weil er mich nicht in der Trainingsgruppe dabei hatte, haben wollte, weil ich nicht das Gefühl von Abstiegskampf dem Team vermittle, weil ich zum Training komme und beim Training lache und Spaß habe, tut mir leid. Deswegen habe ich teilweise nicht mit der Mannschaft mit trainiert, da ging gar nichts mit dem Trainer, ich habe ihn auch, wir haben uns auch schon ganz schön diskutiert, haben wir, sagen wir so. Und dann habe ich ein halbes Jahr wieder verschenkt, leider. Und dann bei Dark lief auch alles wieder super. Und dann hat man mein Knie reingekackt. Ja. Wieso hat er den Transfer zu Wiesbaden dann abgesegnet? Er hat sogar mich angerufen, Digga. Ich dachte so, okay, der guckt bei den Spielen, der weiß, wie ich bin. Der braucht so einen Spieler. Bab, geil. Naja, geil. So, das kurz dazu. Wir können mal demnächst so ausführlicher drüber reden. Nationalmannschaft Dings, weil ich auch keinen deutschen Pass hatte. Achso, jetzt kommt das ins Spiel, wegen deutscher Pass. Erstmal. Wäre ich fit gewesen und hätte gut trainiert, ich sage dir. Safe, sie hat sich darum gekümmert. Hätte sich darum gekümmert, 100%. Dass ich dann den deutschen Pass bekomme und dann für die Nationalmannschaft spielen kann. Relativ, so 3 Monate vor Schluss der Saison, meinte der Trainer zu mir, komm mal in mein Büro. Ich so, okay, ich hab dann gedacht, dies und das, bla bla bla. Meinte er so zu mir, ja, Junior, ich hab Neuigkeiten. Ich so, was denn? Gut oder schlecht? Ich war auch immer so, nur wenn mich so ein Autoritätspersonen so zu sich. Nicht jetzt. Das können wir demnächst machen. Wovon warst du als Profi am meisten enttäuscht? Das können wir später machen. Wovon war ich dann so, okay? Hab ich 100%ig auch. Hab ich Scheiße gebaut oder was kommt jetzt? Okay. Meint er so, eigentlich gute Neuigkeit. Ja? Für dich. Für mich. So was denn? Ja, die Hertha hat angerufen, die sind dir interessiert, die wollen dich haben und dies und das. Müssen die irgendwie verhandeln und so, bla bla. Nur okay, so über Chat. Da ging es so richtig los. Okay. Problem ist, kein Problem, aber das haben dann die anderen Jungs. Haben die mitbekommen? Haben die es auch mitbekommen. Weil okay. Es ist ja dann, wenn es einer erfährt, dann weiß es dann. Ja. Spricht sich rum. Ich hab dann gemerkt, wie einige mir gegenüber dann komisch geworden sind. Ehrlich? Hat es wirklich Auswirkungen gehabt auf die Jungs? Also neidisch. Krass. Neidisch. Weil ja, das gehört. Das ist in diesem Business ist das leider. Gang ist geben. Das? Ja. Ja, neidisch. Wenn ich dann mal ein schlechtes Spiel gemacht habe, ah, wie kann der Anruf von Hertha bekommen? Oh mein Gott. So eine Filme. Ja. Oder wenn ich mal ein schlechtes Training gehabt hätte, ja, wie geht das? Du willst zu Hertha und so. Und so wird daher wird der Wind. So sind die jetzt alle also. Meine Stiefel weiter runtergespielt oder weitergemacht. Warst du aber, würdest du sagen, wo du älter wurdest, hat sich so ein bisschen das abgelegt, dass du so richtig schüchtern warst? Oder war das immer noch sogar in der B-Jugend? In der B-Jugend war es dann nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel? Ja, nicht mehr so viel. Okay. Ich war froh, als dann die Saison vorbei war und ich dann endlich mit dem Zug nach Berlin bin. So das alte Leben, also das Chemnitz-Leben. Weg. Aber sag mal, also wie waren dann die Verhandlungen und sowas? Hast du dann diesen Berater,
der dich angesprochen hat, hat das dann alles übernommen, oder? Nee. Es lief dann über Frank Vogel. Familie? Krass. Genau so. Okay. Und kannst du, ist dein Vertrag ausgelaufen bei Chemnitz, oder? Ich hatte gar keinen Vertrag in Chemnitz. Ach, du hast du überhaupt Geld verdient? Bis nein. Und der B-Jugend hast auch kein Geld verdient? Gar nichts? Nix. Chemnitz gar nichts. Ach, also du bist einfach, konntest einfach wechseln? Ich konnte einfach wechseln. Kein Vertrag, okay, ist das so. Haben die uns eingeladen, dann sind wir Spiel gegangen, weiß ich noch, Hertha BSC gegen Dortmund. Ich komme da an, Olympiagelände. Fahren da auf dieses Riesenstadion drauf zu. Okay. Olympiagelände, die haben uns alles gezeigt, Internat, Trainingsplätze, ganze Facilities und Digga, so. Als mir damals Hertha gezeigt wurde, also wir waren ja bei Starken, wir waren die Besten in Berlin. Wir haben gegen Hertha gewonnen, so unsere Mannschaft, deswegen haben die 4 Spieler von uns, wollten die haben. Momo, kennt ihr, Flo Egerer, der spielt bei Meppen, ist ja glaube ich immer noch. Und der andere ist abgedriftet nach 2 Jahren oder so bei Hertha. Die anderen 3 wurden Profi, theoretisch. Wir haben ein Angebot bekommen und ich wollte einfach nicht zu Hertha gehen. Ich wollte bei Starken bleiben. Ich wollte mit meinen Freunden bei SC Starken zocken. Ich wollte nicht mal Fußballprofi werden. So, ich hatte das gar nicht im Kopf. Ich habe einfach nur Fußball gezockt. Ich wusste, ich bin gut und es macht mir Spaß. Und ich dachte so, dass vielleicht wird Starken bald erste Liga sein und so. Ich gucke so, wie viele Ligen müssen die aufsteigen. Nur 4 Ligen. Vielleicht sind wir bald in der ersten Liga bei den Männern und so. Und wenn nicht, dann schießen wir uns in die erste Liga. So dachte ich mir das mit Fußball, ne? So dachte ich, dass Fußball funktioniert, aber so ging es ja nicht. So, dann meinten alle zu mir, ich muss das machen und sowas, das wäre verschenkt und so, bla bla. Ante Czovic war ja auch der Vater von Momo, also Momo war mit mir, hat auch ein Angebot bekommen von Hertha. Und Ante war ja Trainer in der U15 und so, der meinte, du musst kommen, nee, du bist viel zu gut für die, bla bla. Komm zu Hertha, da wirst du was Besseres aus dir und so weiter. Und dann haben wir es halt gemacht, wir sind dann alle 4 gegangen. Alleine wäre ich niemals gegangen. ja. Danach war... Ah, auch dann. Hallo? Hallo? Ja. Digga, ich dachte, du bist fast hier. Nee, wann soll ich denn kommen? Bro, also ich esse den so in einer Stunde. Ach so, okay. Chat, aber das schaffen wir da nicht, das ganze Video. Hat deine große Klappe wieder... Digga, ich glaube nicht, dass er weiter streamen kann, ne? Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. 1,5 maybe. Lass chillen. Sonst so auf Krampf. Wenn schon, will ich auch dazu reden. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo oder lasst ein Like da nochmal. Checkt den ersten Kanal ab. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, cool. Yes. What's your name, girl? What's your song?